Moin Moin Welt, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin schwach geworden und zwar bei der Glossybox. Die Optik der Dezemberbox hat mich dazu verleitet, ein Abo abzuschließen. Allerdings ein flexibles Abo, was heißen wird, je nachdem, wie mir der Inhalt dieser beiden Boxen, die ich jetzt bekommen habe, gefällt, werde ich mal gucken, ob ich dann das Abo ein bisschen noch weiterfahre oder nicht. Ich lasse mich einfach mal überraschen und auf jeden Fall zeige ich euch die Dezemberbox, nachdem ich euch meine Mysterybox gezeigt habe, die ich eben für einen Gesamtpreis dazu bekommen habe. Eigentlich sollte ich auch noch ein Gesichtsöl in diesem Angebot erhalten. So, ich bin einmal schon happy über die Mystery Box, weil mir die Optik auch dort unglaublich gut gefällt. Und zwar haben sie mir die Glossy Box Written in the Stars Edition mitgeschickt und diese Box ist aus dem Oktober diesen Jahres. Ja, da ich die Glossy Box so weiter nicht verfolgt habe, ist es jetzt also für mich eine super Überraschung, was mich in dieser wirklich wunderschönen Box. Sie gefällt mir fast besser als die Optik der Dezemberbox, muss ich gestehen, erwartet. Der Satz war irgendwie noch nicht zu Ende, ne? Ja. Also, wer meinen Kanal kennt, der weiß, Glossybox habe ich eigentlich nicht im Abo, aber warum, wieso, weshalb ich jetzt dazu gekommen bin, werdet ihr vielleicht verstehen. Und guckt euch mal bitte dieses unglaublich schöne Design an. Also das finde ich echt schon mal richtig, richtig nice. Das ist wieder eine Box, die kann man sich so gut ins Regal stellen und einfach nur anschauen. Ich finde es ganz, ganz toll. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich von dem Inhalt, der Deckel von innen sieht übrigens so aus, auch begeistert bin. Ja, es kommt schon mal ein irgendwie schöner Duft heraus. Und ja, vielleicht sind ja bei euch jetzt so einige dabei, bei euch lieben Zuschauern, die die Glossybox auch noch nicht kennen, die deswegen auch die Oktoberbox nicht kennen, die wir jetzt einfach im Dezember unboxen. Also ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Etwas von Lavera, das finde ich schon mal klasse, mag ich super gerne. Naturkosmetik bin ich ein Fan von. Und zwar haben wir hier eine Sleeping Cream. 5-in-1 Overnight Effekt, Bio-Traube und Vitamin E revitalisiert das Hautbild, unterstützt die Zellerneuerung. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, diese Creme. Ich mag Lavera sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und freue mich über dieses Produkt. Ich möchte mir mal den Tiegel angucken, wie der aussieht. Ob der auch noch irgendwie... Oh ja. Mit so einem dunkel-lilanen Deckel hier, schaut mal. Also das macht doch schon was her, oder? Kein Glastiegel und sie ist aber noch richtig schön verschweißt. Deswegen werde ich die auf jeden Fall noch zulassen. Ups. Die Mieze poltert hier rum. Herzlichen Glückwunsch. So, ihr Lieben, das war das erste Produkt. Finde ich schon mal gut. Oh, dann haben wir hier etwas. Die Duftrichtung kenne ich noch nicht. Von Rituals Love. The Ritual of Kindness. Ein Duschgel, Jasmin und Wildrose. Wow, das klingt genau nach meinem Geschmack. Finde ich richtig nice. Oh ja, das riecht gut. Was ich allerdings bei Rituals nicht so gerne mag, bei den Schäumen, ist, dass das als Gelform rauskommt und dann erst aufschäumt, wenn ihr das so ein bisschen in den Händen mit Wasser verreibt. Das mag ich immer nicht so gerne, aber die Düfte sind einfach sensationell. Man hat ein super tolles Pflegeergebnis. Ich muss mich eigentlich nie danach eincremen. Und da ich auf Rosenduft stehe, oh ja. Toll. Zwei Mega-Produkte. Tolle Glossybox. Wir machen weiter. Von Mitchell & Peach habe ich hier ein Face Oil. Ja, ist zum Glück, sage ich jetzt mal, so eine kleine nur.
Weil A finde ich Öle immer natürlich sehr, sehr reichhaltig. Man braucht immer nicht viel davon. Ich benutze sehr, sehr gerne Öle. Für die Haut auch, für die Haare nicht so, aber für die Haut schon, auch für den Körper gerne mal. Deswegen bin ich hier drauf gespannt und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil es halt auch so eine kleine Verpackung ist. Finde ich super. Ja, und in dieser Box ist dieses Öl, was ich eigentlich bei dem Angebot dazu kriegen sollte, schon mal nicht dabei. Ich hatte schon mal die Glossy Boxen eine Zeit lang immer mal zwischendurch, wenn ich eine Box cool finde, irgendwie im Abo. Und ich habe bis jetzt ganz, ganz oft leider Mist erlebt. Auch mit dem Kundenservice Mist erlebt. Aber wie gesagt, also bei der Dezember-Box konnte ich irgendwie nicht widerstehen. Luna bei Luna, was bist du denn? Haben wir hier ein Brow Gel. Okay. Hat das Farbe oder nicht? Da kommt es jetzt drauf an. Wenn das jetzt keine Farbe hat, dann wird dieses Produkt nicht bei mir bleiben. Ansonsten benutze ich ganz gern, aber das ist dann auch eher braun Mascara mit Farbe, ne? Deswegen gehe ich davon aus, dass das hier durchsichtig sein wird. Und dann, ja, genau, da habt ihr ja dann so ein kleines Bürstchen dran. Und ich stehe nicht da drauf, meine Augenbrauen so buschig nach oben zu stylen. Deswegen ist das ein Produkt, was mal in einen Trashy wandern wird. Und dann haben wir hier noch ein Face Liner. Okay, von Kryolan. Ein Face Liner in der 51. Okay, die Marke kommt aus Berlin. Ich muss da erstmal nachforschen, ehrlich gesagt. Ob die auch cruelty-free ist. Ich sehe hier nämlich soweit kein Zeichen. Also da muss ich einmal nachforschen, ob ich das Teilchen dann auch behalten kann. So sieht das Ganze einmal aus. Es ist ein sehr, sehr langer Face Liner. Und dann gucken wir doch uns mal die Farbe an. Jetzt ist die Spitze gleich abgebrochen. Fantastisch. Ja, aber kriege ich hier noch was? Ne, jetzt muss ich die Spitze mal hier so ein bisschen versuchen zu swatchen, weil ich jetzt natürlich hier keinen Anspitzer parat habe. Das trifft sich gut. Ja, aber man kann das schon so ein bisschen erkennen. Es ist so ein metallischer lila Ton, wird es jetzt wahrscheinlich in Wirklichkeit sein. Wie gesagt, dadurch, dass das jetzt abgebrochen ist, ist das mit dem Swatch ein bisschen schlecht, aber das sieht mir ja so metallisch lila aus, auf jeden Fall. Cool. Also farbtechnisch sind die Sachen super gut aufeinander abgestimmt. Das kann ich ja mal nicht anders sagen. Und ich habe alles dabei. Ich habe tolle Produkte dabei, die ich selber behalten will. Auf jeden Fall aus dieser Box. Und auch Dinge, die weiter wandern werden. Genau, so, und jetzt packen wir aber die Dezember-Box aus, die hochaktuelle Weihnachts-Edition-Box. Und ich muss euch natürlich erst mal das zeigen, warum ich jetzt dazu verleitet wurde, ein Abo abzuschließen. Ja, eine wunderschöne Blechdose, die mich optisch total angefixt hat. So sieht es von der Seite aus. Einmal rundherum und ja, ich freue mich schon drauf, meine selbstgebackenen Kekse, die ich hoffentlich machen werde, da dann reinzutun. Aber auch ansonsten, ich habe immer irgendwelche Sachen, die ich in so eine Boxen tun kann. Also so ist es ja nicht. So eine Boxen bleiben definitiv nicht leer. Und ja. You are so sweet. So sieht der Deckel von innen aus. Ich finde die einfach super nice, diese Dose. Oha, ja, ein goldenes Schleifchen. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns hier im Dezember erwartet. Ja, ich glaube, das Öl haben sie vergessen. Naja, fantastisch. Dann werde ich mich wieder mit Glossy Box auseinandersetzen dürfen. Jawohl, ich habe hier einmal Werbung drin. Das packen wir mal beiseite. Und dann geht es los mit einem Produkt, was auch weiter wandern wird von Foamy. Und zwar ein festes Shampoo.
Die riechen zwar immer super, super lecker, kann ich nicht anders sagen, aber ich bin einfach kein Mensch, der feste Produkte benutzt. Also auch hier kommt wieder ein unglaublich leckerer Duft raus. Ich denke mal, das Produkt, wenn es weiter wandert, wird nicht lange in einem Trashy bleiben. So ist dann ja meistens immer die Aufmachung an so einem Bändchen zum Aufhängen, damit das dann schön abtrocknen kann, wenn man es nicht benutzt. Und ja, der Duft ist schon wieder sensationell, definitiv. Also ich denke, da werde ich bestimmt eine liebe Dame mit glücklich machen. Dann geht es weiter, ihr Lieben. Floss. Wir haben hier ein Eyeshadow Squad. Almost Nude. Oh, das sieht schön aus. Das mag ich. Guckt mal, das ist so ein ganz tolles Design, wie ich finde. Gut, ob man jetzt so Vierer-Lidschatten braucht und dann in diesen Tönen, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber das ist wieder so ein Teilchen, was man vielleicht gut auf Reisen mitnehmen kann. Ich werde die auf jeden Fall mal swatchen, denn die sehen schon sehr, sehr cremig aus. Wir haben zwei matte Töne, zwei Schimmertöne, wie ihr ja eben gesehen habt. Ja, und braun geht ja Herbst, Winter immer. Ja. Oh ja, also die Schimmertöne sind wirklich sehr nice, wie ich finde. Der Ton gefällt mir richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Passt natürlich 1A zu den Matten zusammen. Die hellen sind immer ein bisschen schwächer auf der Brust beim Swatchen, aber doch, das finde ich eine tolle. Also der gefällt mir richtig gut hier, muss ich sagen. Da ist man doch toll mit bedient, wenn man mal. Das fehlt mir die Eyeliner-Spitze hier überall raus. Wenn man mal auf Reisen geht, dann hat man da schöne Töne dabei. Doch, also ich glaube, die werde ich. Das ist auch so ein Teilchen, was ich im Alltag super gut benutzen würde, diese Töne. Also die werde ich mir mal gleich vorne anlegen und wahrscheinlich morgen mal auftragen. Denn das sind tolle Töne, ja. Halt braune Töne. Es ist ja nichts Weltbewegendes, aber ich finde, dieser dunkelbraune, der hat mich jetzt doch ein bisschen angecatcht. Also, schönes Produkt. Definitiv. Dann habe ich hier. So, ihr Lieben, das Gratisöl ist mir gerade in die Hände geflogen. Ich habe mal wieder nicht geguckt, wie viel ml. Aber es ist ein kleines Teilchen. Somit haben sie es in die Box reinbekommen, in die Dezember-Box. Das war jetzt mein gratis Face-Öl, was ich dazu bekommen habe, weil ich jetzt im Dezember das Abo abgeschlossen habe. Also, wenn ihr bis jetzt schon Bock habt, im Dezember vielleicht mal eine Glossy-Box zu bestellen, dann gibt es gerade eine Mystery-Box, dieses Öl mit oben drauf und diese wunderschön designte Dezember-Box. Ja, da bin ich ja froh, dass ich mich doch nicht beschweren muss. Von Essence habe ich hier Lash Like Boss, eine Mascara, die kenne ich auch noch nicht. So schaut das Ganze einmal aus, da freue ich mich sehr drüber. Die werde ich jetzt aber noch geschlossen halten, weil ich im Moment sehr viel neue Mascaren mir aufgemacht habe. Wir haben hier einen Lift-Effekt- und Schwung-Mascara. Ja, interessantes Packaging, finde ich ganz cool, ne? Schön auffällig. Da bin ich mal gespannt drauf, wie die sich so macht auf den Wimpern. Es geht weiter. Von Kneipp haben wir hier Lieblingsmensch Hibiskusfeige, einmal Badekristalle. Ja, da kann man auch nie was mit verkehrt machen. Ich bade sehr, sehr gerne. Und die von Kneipp, die Badesachen sind eigentlich immer toll. Bin ich immer mit zufrieden, kann ich immer gebrauchen. Alles super gut, bin ich mit zufrieden. Oh, und jetzt habe ich eine Marke in den Händen, wo ich die Produkte auch richtig, richtig feier. Also ich muss sagen, ich bin mit der Dezember-Box und auch der Oktober-Mystery-Box für mich zufrieden. Absolut. Wir machen weiter mit Hello Body Kokos Fresh. Und zwar habe ich hier einen Cleansing-Schaum.
Finde ich mega, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobieren dürfen von der Marke. Ich habe gerade eine Gesichtsmaske am Start und hatte schon das ein oder andere Produkt, auch eine Creme ausprobiert. Und bis jetzt war ich immer sehr zufrieden mit der Marke. Und oh, dieser Duft nach Kokos, also wenn man das mag, dann ist man hier absolut richtig. Und wie gesagt, den Reinigungsschaum kenne ich noch nicht und das kann ich immer gebrauchen. Super gut, super tolles, tolles Produkt. So, und wir sind aber noch nicht am Ende. Was bist du denn? Spectrum Glossy haben wir hier, einen Blenderpinsel, wie es aussieht. Das ist ja mal eine tolle Verpackung, guckt mal. Erinnert mich und soll es vielleicht auch an diese Zuckerstangen, ne, die man an Weihnachten so gerne isst oder an den Weihnachtsbaum hängt. Toll, ich bin zufrieden. Ich bin richtig, richtig happy über diese beiden Boxen. Also wirklich das meiste. Oh, der sieht ja nice aus. Wow. Also Blenderpinsel kann ich auch immer noch gebrauchen. Guckt mal, wir haben hier so einen durchsichtigen Stiel, wo dann nochmal der Name draufsteht und dann habt ihr so eine Farbe. Der ist natürlich super, super mega weich, dieser Blenderpinsel. Und also gefällt mir optisch richtig gut. Ihr Lieben, das war's mit diesen beiden Boxen. Ich bin total happy. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Inhalt findet und vielleicht könnt ihr mir mal sagen, habt ihr Bock drauf, soll ich die Glossy Box so ein paar Monate mal ins Abo nehmen? Oder sagt ihr so, ach nö, Mieze, ne, die anderen Boxen, die du hast, die reichen uns. Schreibt das mir gerne mal in die Kommentare, mal so als kleines Stimmungsbild. Würde mich mega interessieren, weil danach werde ich mich dann auch echt so ein bisschen entscheiden, ob ich die mal ein paar Monate mitnehme. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Ich werde das Video gleich schneiden und hochladen, damit ihr das auch relativ aktuell gesehen habt, falls ihr euch auch entscheiden wollt, die Glossy Box zu abonnieren in diesem tollen, tollen Design, wie ich finde. Also das ist doch wirklich mal nice, oder? Also dann, ihr Lieben, macht es gut. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder rein. Definitiv wird es am Sonntag ein Special-Video geben von mir. Ich bin nämlich die dritte Kerze. Was das auf sich hat, dritte Kerze zu sein, werdet ihr dann, falls ihr es noch nicht wisst, am Sonntag erfahren. Am dritten Advent gibt es auf jeden Fall wieder ein Video von mir. Ein Aufgebraucht wird es geben. Also ich habe wieder viel zu tun und freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Macht es gut. Bis dahin, eure Mieze.